Trainingsspiel am verschneiten Luftschiffhafen bei leichten Minusgraden, aber da kennt Cheftrainer Bernd Schröder natürlich keine Gnade, denn dieser Boden hier ist schon eine ideale Vorbereitung für den Sonntag. Ja, wenn wir spielen, auf jeden Fall so ein Boden, aber ich denke, wir sind vorbereitet, wir haben immer auf Schneeboden gut gespielt, ist immer ein bisschen Zufall, aber wenn die Mannschaft fit ist, dann kann man auf jeden Boden spielen. Egal wie der Rasen im Karl-Liebknecht-Stadion dann beschaffen sein wird, gegen Sindelfingen gibt es für Turbine nur ein Ziel, ein Heimsieg muss her. Das ist egal wie, habt ihr drei Punkte, da könnte man in Ruhe dann das nächste Spiel in 10 Tagen dann praktisch Pokal-Viertelfinale, das wäre natürlich noch ein guter Abschluss. Und was könnte es auch Schöneres geben für die Fans als einen Heimsieg im letzten Heimspiel des Jahres? Und vielleicht klappt es ja sogar noch mit der Weihnachtsmeisterschaft. Aber Achtung, Wecker stellen, denn Anpfiff am Sonntag im Karl-Liebknecht-Stadion gegen Sindelfingen ist schon um 11 Uhr. Okay.